Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich gerade nicht zu Hause. Das sieht man an den Palmen dort hinten. Ich befinde mich gerade, wenn ich mich mal hier rumdrehe, am Meer. Und zwar in Martinique in der Karibik. Da hinten sieht man gerade die Sonne untergehen. Und hinter mir ist das Haus, was wir für die Zeit gemietet haben, in der wir hier sind. Ich bin gerade hier in Martinique, um ein paar Videoaufnahmen zu machen, um ein paar Sachen zu testen und einfach ein paar neue Dinge ausprobieren. Dafür brauchte ich ein paar sehr schöne Locations. Ja, diese schönen Locations nach ein wenig Recherche habe ich dann hier gefunden, weil Martinique einfach zur EU gehört. Das heißt, Martinique ist Frankreich. Die Insel wurde 1635 von Frankreich durch Pierre Balland de Sambuc kolonialisiert und blieb seitdem bis auf drei kurze Perioden fremder Besatzung in französischem Besitz. Erste Besiedlungen können bis 4000 vor Christus nachgewiesen werden. Am 22. Mai 1848 wurde die Sklaverei endgültig aufgehoben. Das heißt, wir sind von Berlin nach Paris geflogen, von Charles de Gaulle nach wo auch immer zu diesem anderen Flughafen, Orly oder wie der heißt, und sind dann per Inlandsflug 8 Stunden in die Karibik geflogen, was einer der längsten Inlandsflüge der Welt ist. Ich wollte dich einfach mal ein bisschen behind-the-scenes-mäßig meinen Abenteuern und Ausflügen hier in Martinique teilhaben lassen. Hab das logischerweise alles ein bisschen dokumentiert mit ein bisschen Kameras und so weiter, in der Hoffnung, dass du auch ein bisschen Spaß daran hast. Herbst, fast schon Winter in Deutschland, ist das Wetter natürlich nicht mehr ganz so dolle wie hier. Man sieht, ich stehe in kurzen Hosen und T-Shirt hier rum. In diesem Sinne, lass dich einfach mal von den schönen Eindrücken, die wir hier auf der Insel gesammelt haben, ein bisschen mitnehmen, ein bisschen Südsee-Feeling, ein bisschen Karibik-Feeling. Ich hab gute Laune, Leute, ich hab gute Laune, ich erfreu mich des Lebens und mache mich locker, weil das Leben so Bock macht. Hab ich gute Laune, Leute, ich hab gute Laune, Leute, ich hab gute Laune, ich tanze und ich singe und ich springe wie bekloppt, denn ich habe Bock auf mega gute Laune. Ich kenn viele Leute, denen geht es nie gut, egal was passiert, erstmal wird geflucht, dann gibt es auch noch Menschen, die sind nie zufrieden, egal was sie haben, wollen sie noch was kriegen. Und dann die Oberchecker, sowas gibt es echt, sie tun gerne so, als ging es ihnen besonders schlecht. Was die Leute denken, ist mir egal, mir geht es super und ich schau mich neidisch an. Auf jeden Fall regnet es hier relativ krass mittlerweile. Was damit zu tun haben könnte, dass wir die Regenzeit haben. Und wenn wir jetzt mal hier rausgucken, dann seht ihr, dass man eigentlich nichts mehr sieht. Also man sieht nicht, dass da hinten eigentlich Land sein sollte. Man sieht nicht, dass hier irgendwo eigentlich der dieser kleine Knopf da sein sollte. Ich muss nochmal recherchieren, wie der heißt, aber sieht man alles nicht. Und das, obwohl wir hier gerade ein bisschen sauber machen wollten. Regen in der Regenzeit, wer hätte es erwartet? Eigentlich, deutsch wie wir sind, wollten wir hier alles so draußen sauber machen, fegen, durchwischen mit so einem Mop und so Sachen. Und dann ist meine geniale Freundin auf die Idee gekommen, dass wir in der Karibik sind, dass wir theoretisch einfach alles hier draußen mit einem Schlauch abspritzen können. Also ich grill ja schon sehr gerne bei mir auf dem Balkon, aber für diese Aussicht hier lässt sich auch gerne mal auf meinen Hightech modernen Gasgrill verzichten und umschwenken auf einen ja nicht so modernen Holzkohlegrill. Das wird vor 2 Minuten gewinnt. Ja, das stimmt. Ich habe eben gerade gesagt, dass es spannender wäre, das zu filmen, wenn es krass regnen würde. Und genau dann hat es angefangen zu regnen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Supermarkt und wollten eigentlich Sachen einkaufen, die wir jetzt gleich grillen können. Und dann hat es angefangen zu regnen. Wobei der Regen hier nicht so wie ist wie bei uns in Deutschland. Es regnet zwar, aber man merkt das eigentlich gar nicht, außer wenn man es gerade sieht. Für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie ein karibischer Supermarkt aussieht, eigentlich wie ein deutscher, aber wir zeigen es euch trotzdem. Ich hab gute Laune, Leute, ich hab gute Laune, ich erfreu mich des Lebens und mache mich locker, weil das Leben so Bock macht, hab ich
eigentlich gibt es hier genau dieselben Sachen wie in Deutschland, im deutschen Supermarkt. Bis auf die Tatsache, dass hier viel mehr Sachen gefroren sind. Und vor allem, dass die Sachen hier auch einfach, jetzt hat der junge Mann gerade gefragt, warum ich hier filme, habe ich gesagt, ja, für mich privat, meine Sachen. Eine der wichtigsten Sachen für jeden Menschen auf Martinique ist der lokale Rum. Und deswegen gibt es hier auch eine riesengroße Rumabteilung hier rechts mit diversen Rumsorten von St. James und ganz viele lokale Rumsorten, die heftigst lecker sind, die wir teilweise schon verköstigt haben auf unserer Rumbrennerei-Besichtigung. Für alle diejenigen unter euch, die glauben, dass Rum ganz romantisch hergestellt wird, hier, dank Geruchstests und lauter solche ganz trockenen chemischen Sachen, Computerprogramme, wo jemand dran sitzt und nichts hier mit Romantik. Ein paar Leute sitzen auf einer Kokospalme und entwerfen da irgendwie neue Geschmäcker oder sowas. Ich habe meine Freundin verloren. Wieder einmal. Während ich verschollen auf der Suche nach Nahrung war. Ah, da hinten steht sie rum. Such dir mal was aus da hinten. Das Gute ist, ich kann dich bei diesen ganzen Videos so reinschneiden, dass man dich immer nur so von hinten sieht, wie bei How I Met Your Mother. Das Wichtigste. Ramen. Kennt ihr das? Früher haben wir die mal gegessen. Als wir noch so, als ich noch sehr viel Computer gespielt habe, ganz früher. World of Warcraft und so Geschichten. Und da habe ich mir immer solche Fertigsuppen gemacht, weil dann hat man wenigstens was gegessen und es war sehr, sehr zeiteffizient. Das ist natürlich heftig ungesund. Zumindest nicht wirklich nahrhaft. Deswegen, ich läster gerade über diese Dinger, die du da gerade kaufen willst. Ich hab die einfach mal vor Jahren das letzte Mal gegessen. Jeder hat sie vor Jahren das letzte Mal offiziell gegessen. Was ist mit dem Dings? Ich will schon mal essen. Dann will ich aber auch so eins haben. Ach, Chemierind. Also wir würden sowas natürlich zu Hause niemals essen. Wenn ich sowas zu Hause kaufen würde, würde ich aber auf den Deckel bekommen. Dass ich mich so. Von dir selber erstmal. Ja, erstmal von mir selber, aber auch ein bisschen von ihr. Weil ich mich dann zu ungesund ernähren würde. Gut, dass wir hier warten, fest jetzt, mein Schatz. Jetzt wieder zurück vom Einkaufen. Es regnet immer noch leicht. Ich habe jetzt gerade alles reingetragen. Jetzt wollen wir nachher grillen. Dachte ich mir, ich zeig euch mal, wo wir hier so chillen die ganze Zeit. Das ist unsere Außendusche. Und hier unten sieht man direkt das Meer. Kann man hingehen. Ja, einen relativ großen Balkon noch, so eine Terrasse. Und da hinter dem Tor geht es dann rein ins Haus. Das Tor haben wir halt immer zu, wenn wir nicht da sind, aber da können wir direkt aus dem Wohnzimmer raus schön die Sonne genießen.